Ahoi, ahoi, Football-Freunde und willkommen zum Super Bowl 53 in Madden NFL 19 hier auf dem Kanal der Captain Shift. Euer Sergeant Hanfahn freut sich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und euch mit mir gemeinsam dieses unfassbare, wie soll man das sagen, dieses unfassbare Finish gebt. Das ist, besser hätte man das einfach nicht scripten können, die ganze Saison, wie sie gelaufen ist. Manchmal muss man vielleicht sagen, okay, hatte ich echt viel Glück, vielleicht auch das ein oder andere Mal, dass mir der Rechner in der richtigen Situation, also ich erinnere mich da an ein Spiel, wo ich irgendwann mal zurücklag bei der ersten Aufnahme, wo dann tatsächlich der Rechner abgestürzt ist und ich das Spiel dann nochmal spielen musste. Vielleicht ganz gut in solchen Situationen. Manchmal hat man, da habe ich da einfach Glück gehabt. Wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn das anders gewesen wäre, aber manchmal ist es eben, wie es ist. Aber nichtsdestotrotz, selbst diese krasse Aufholjagd, ich glaube, wir standen mal bei 6-2 und haben seitdem nicht mehr verloren. Das ist, ich glaube, wir haben gegen Miami, glaube ich, das letzte Spiel verloren, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, egal, es war auf jeden Fall eine total verrückte Saison und jetzt stehen wir hier im Super Bowl 53 und treffen hier auf die Los Angeles Chargers. Auch ein Team, mit dem ich nie gerechnet hätte in den Playoffs. Muss ich, also nicht nur in den Playoffs nicht, schon gar nicht im Super Bowl. Also, völlige Überraschung für mich an dieser Stelle. Bevor wir aber in das Spiel gehen, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich mache ja mal ganz gerne, ich mache ja mal gerne in meinen Videos Abstimmungen. Kennt ihr ja schon meistens auch aus von iRacing oder eigentlich nur von iRacing bisher. Finde es halt einfach mal ganz cool, weil ich ganz gern euer Feedback damit ein bisschen einfangen kann. Und das mache ich nämlich jetzt auch hier. Denn ich habe mir was überlegt und ich weiß noch nicht, wie ihr darüber denkt. Denn die Saison lief gut. Ja, lief sehr gut. Wir haben es in Super Bowl geschafft. Ich überlege halt in der nächsten Saison die Schwierigkeiten ein bisschen anzupassen. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass ihr sagt, okay, aber immer nur Green Bay wird langweilig. So, deswegen meine Frage an euch und da packe ich jetzt einfach mal die Abstimmung hier oben rein. Was wollt ihr zur nächsten Saison? Ich mache sowieso jetzt nach dieser Saison, also nach dem Spiel, egal wie es ausgeht, gewonnen, verloren, egal. Ich mache eine kleine Pause, lasst euch erstmal das Video hier sehen und keine Sorge, mit Madden geht's weiter. Ich mache demnächst, fange ich an mit euch, also als Überbrückung zwischen den Saisons, mache ich dann den Story-Modus hier in Madden und werde den für euch auf dem Kanal eine Zeit lang präsentieren und dann gebe ich euch ein bisschen Zeit für diese Abstimmung. Aber wie gesagt, worauf habt ihr zur nächsten Saison Bock? Wollt ihr die zweite Saison, die Folgesaison hier bei den Green Bay Packers sehen? Das wäre die erste Option. Oder die zweite Option, habt ihr Bock auf ein neues Team? Also nochmal die Saison komplett neu starten mit einem anderen Team. Wenn ja, möchte ich euch bitten, stimmt da nicht nur dafür ab, sondern schreibt mir auch in die Kommentare, welches Team ihr dann favorisieren würdet. Mir ist vollkommen egal, ich richte mich dann komplett nach euch. Ich würde auch mit den Cleveland Browns spielen, vollkommen egal. Wäre natürlich eine ganz interessante Herausforderung, mit Cleveland das Ganze zu spielen, zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, hey, nee, ich will die Seahawks sehen oder die Cardinals oder die Patriots, keine Ahnung. Wenn ihr sagt, okay, nochmal weiter mit den Green Bay Packers hier sozusagen in die Saison 2 gehen, dann machen wir das. Wenn ihr aber der Meinung seid, nee, wir wollen lieber nochmal neu anfangen mit einem neuen Team, dann stimmt dafür ab. Aber bitte, wie gesagt, schreibt dann auch in die Kommentare, mit welchem Team ihr dann die Saison erleben wollt. Ja, seid so lieb. Wie gesagt, jetzt packe ich mal die Abstimmung oben rein. Stimmt fröhlich ab und natürlich schreibt es in die Kommentare, wie ihr Bock habt. Und je reger ihr natürlich teilnehmt, desto mehr Feedback habe ich. Und je mehr Feedback ich habe, desto mehr weiß ich, was bei euch ankommt, worauf ihr Bock habt. Also lasst es mich wissen, macht da fröhlich mit. Das ist auch mal für uns auch eine ganz coole Geschichte, durch diese Abstimmung halt Feedback von euch zu kriegen. Vor allem wissen wir dann eben auch, worauf ihr Bock habt. Und wir haben natürlich auch Lust, so ein bisschen auf euch einzugehen. Solange der Kanal noch so klein ist und wir ja nicht tonnenweise von Feedback bekommen, sondern nur so sporadisch, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir euren Geschmack damit natürlich auch treffen können. So soll es ja eigentlich auch sein. So, und jetzt habe ich genug gequatscht. Ich würde sagen, Sarge ist nervös, wir gehen rein. Wir gehen rein ins Spiel und geben uns den Super Bowl 53. Ich werde natürlich jetzt auch wieder so alles so ein bisschen auch im Nachgang des Spiels, was so ein bisschen an Ambiente dargeboten wird seitens seitens Madden, werde ich natürlich alles so ein bisschen einfangen. Ich werde jetzt hier die Zwischensequenzen nicht abbrechen und natürlich auch nach dem Spiel, wenn es da irgendwelche Sequenzen gibt, werde die mit euch gemeinsam anfangen.
und hoffentlich die Green Bay Packers am Ende jubeln sehen. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, weil die Chargers wieder so ein Team sind, mit denen ich bisher ehrlich gesagt noch nicht so richtig viel am Hut hatte. Die sind bei mir immer komplett unterm Radar geflogen und ja, Philip Rivers als Quarterback ist mir durchaus ein Begriff, auch ein sehr, sehr erfahrener Quarterback. Grundsätzlich muss ich sagen, gönne ich ihm auch mal eine Super Bowl-Teilnahme. Weiß gar nicht, ob er überhaupt schon welche hat, bin ich völlig aus dem Thema. Und auch Cheftrainer Anthony Lynn ist mir auch ein Begriff, sofern der noch hier in-game noch Head Coach ist. Hello everybody, I'm Jonathan Coachman and this genießt is Super den Bowl Entry. Sunday on EA Sports. We are just moments away from what should be an excellent matchup between the Los Angeles Chargers and the Green Bay Packers. With that, it's time for Super Bowl 53. For the call, let's go to Atlanta, as it is my pleasure to hand it over to Brandon Gotten and Charles Davis. Side Charles Davis, beyond thrilled to be bringing you the Super Bowl. All the pomp, all the circumstance, all the pageantry. It doesn't get any better than this, partner. I'm loving sharing this booth with you, sharing this moment, this type of a game. For all the teachers who said we'd never make it, we're here. And we talked these last couple weeks about the buildup, the anticipation. I think these guys are just ready to get out there and get this thing started. And I know that both coaching staffs have spent considerable time trying to figure out how to best bring their team up to a peak without taking them over the edge and causing a lot of issues early in the game. And you don't think much of a pregame speech is needed for this one? I think the pregame speeches were the shortest all year. If they didn't just say, let's go get them, guys, they probably talked too much. Ja, so ein bisschen mehr Flair gibt es natürlich hier schon im Super Bowl. Bin halt auch gespannt, was jetzt hier so an Zwischensequenzen gebracht wird in diesem besonderen Spiel. Und hier in Atlanta ist natürlich auch ein absolut geiler Austragungsort für so ein Super Bowl. Hammergeiles Stadion, dieses neu gebaute, dieser Superdome. Ja, und die Chargers bekommen zu Beginn dieses Spiels den Ball. Mason Crosby mit dem Kickoff des Super Bowls 53. Und mein Problem ist, ich kann die Chargers auch gar nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was uns jetzt hier erwartet. Aber ich würde eigentlich behaupten, wir haben definitiv Chancen. Auch wenn Philip Rivers kein schlechter Quarterback ist. Aber ihr seht es halt auch, 15 Interceptions in der Saison. Natürlich nicht unbedingt wenig. Alright. Der erste Drive dieses Spiels beginnt. Und euer Sarge ist wieder dezent nervös. Oh. Das war schon mal starke Leistung unserer Defense. Gordon kam hier nicht unbedingt weit. Ja, ich muss leider sagen, ich kenne leider sonst keinen der Spieler großartig. Seht's mir bitte nach, wenn ihr Chargers-Fans da draußen seid. Understanding holes in defenses, how to read them, and establishing a great rapport with his team. Rivers now on second down. Ah, komm schon, da muss er vorbeikommen. Nein! Tackle voll verpasst. Oha, oha, oha. Oh, und dann gleich die erste Verletzung von Nick Perry. Das startet nicht unbedingt gut. Und ich wollte vorhin eigentlich noch sagen, man muss natürlich auch unsere Saison mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und wenn man mal bedenkt, dass wir einen Großteil der Saison gerade in der Regular Season ohne Aaron Rodgers spielen mussten
und mit unserem Backup-Quarterback Deshaun Kaiser ran mussten, finde ich, ist die Leistung, die dann zustande kam, gar nicht so unbeachtlich. Zumal unter dem Zugzwang, in dem wir dann waren, halt auch nicht mehr verlieren zu dürfen. Und dann auch mit viel Glück, dass uns die Niederlage gegen Miami nicht schon das Genick gebrochen hatte, weil eben natürlich auch die Detroit Lions dann Federn gelassen haben und immer wieder verloren haben. Oh, klasse Ball von Philip Rivers. Das sah ja so aus wie so ein Ball aus dem Handgelenk. Hammer. Nick Perry. Aber sei jetzt mir nicht, ist mir egal, was nächste Saison ist. Den brauchen wir. Der muss spielen. Und wieder guter Ball von Rivers. Wieder gut für den Raumgewinn von 8 Yards. Eieiei. Noch haben wir keinen richtigen Zugriff. Auch wenn das erste Play super war, aber bis jetzt hier. Auch schön, wie hier die Sonne noch durchs Dach fällt. Guter Catch von Benjamin. Muss immer ein bisschen warten, bis ich den Namen auf dem Trikot lesen kann. Wie gesagt, nimm's mir nicht übel. Bin mit den Chargers überhaupt nicht im Thema. Ich glaube, außer Philip Rivers sagt mir da gar keiner irgendwas. Ah, Playfake, okay. Ah, intercepted! Intercepted! Kevin King mit der Interception! Aber dann eben auch mit dem Safety. Unheimlich unglücklich, weil natürlich außerhalb gefangen, das habe ich jetzt gerade erst realisiert. Das ist mir jetzt gerade erst richtig bewusst geworden, dass er ihn außerhalb gefangen hat und dann in die Endzone ging und somit eben den Safe, gab es eben den Safety. Das ist natürlich unglücklich, konnte es halt auch nicht verhindern. Und damit kriegen wir natürlich auch den Ball nicht, weil es eben der Safety war und somit... Ich hatte blöd, dass meine Grafik jetzt wieder so komisch eingestellt ist. Okay, also meine Kameraperspektive hat mich ein bisschen irritiert. Okay. Ah, das ärgert mich jetzt umso mehr. Ich dachte eigentlich, ich hätte den in der Endzone gefangen. Aber nein, ich habe ihn tatsächlich vorher gefangen. Das habe ich zu spät gesehen. Und konnte aber auch irgendwie aufgrund der Bewegung mich wieder raus aus der Endzone. Und somit intercepted ja, aber dadurch, dass es eben als Safety gewertet wird, zählt es eben. Okay, keine Flagge, okay. Zählt es eben als komplettes Play. Aber hier unvollständiger Pass. Und somit gibt es 2 Punkte für Los Angeles. Und ja, wir kriegen den Ball nicht mal. Hätte ich den Ball in der Endzone erst gefangen und wäre dann runtergebracht geworden, dann wäre es egal. Dann wäre es unser Ball gewesen. Wie so ein Touchback gewertet. Aber dadurch, dass ich ihn halt außerhalb gefangen habe. Aber ich konnte halt auch die Steuerung. Also ich habe in die andere Richtung gedrückt, aber der Spieler ist halt in die andere Richtung gelaufen. Kurioser Start in diesen Super Bowl. Ich musste jetzt selber auch erstmal wieder realisieren, was gerade passiert ist. So eine Szene gibt es ja nicht so häufig. Und so gut ist meine Regelkenntnis. Ah, verdammt, eben auch nicht. Ich musste ich erstmal kurz überlegen, was jetzt eigentlich gerade passiert war. Und so gut das war mit der Interception, so negativ war das, was im Endeffekt dabei rauskam. Somit geht's weiter für Los Angeles. Viel Dusel für Philip Rivers. Schade, hat er festgehalten. Oh, also Rivers haut hier ordentlich was raus. Wenn auch Interception vorhin, aber Glück für ihn, dass das richtig gut lief. Aber ich habe das schon im letzten Video gesagt. Manchmal braucht man einfach auch mal Glück zur richtigen Zeit. Und Rivers hier richtig heiß. Der hat richtig Bock auf das Game. Play Action erneut. Und wieder dieser Ball. Er hat so eine komische Wurftechnik. Das sieht immer so aus, als wirft er den Ball aus dem Handgelenk. Ja, und Allen mit dem nächsten Catch. Also ganz starkes Play bis hierhin.
put the ball on the receiver before any defender can step up and fill it. All right. Perfectly executed crossing route. Now Wilbur's going to get the ball to the jail. Keinen richtigen Zugriff zu Gordon, der fällt da einfach durch wie eine Schrankwand. Das ist eine krasse, schon krasse Sache. Kriegen ihn einfach nicht richtig gestoppt. Zweites und 7. Also, ihr seht's, die Chargers, die setzen uns hier ordentlich unter Druck. Das reicht aber nicht zum First Down. Clinton Dix hier super aufgepasst. Drittes und 1. Ja, es wäre natürlich jetzt für uns absolut das Optimum, wenn wir es jetzt schaffen würden, hier wenigstens nur ein Field Goal zuzulassen. Dann ist nicht so viel, so viel passiert, bevor wir das erste Mal den Ball bekommen. Aber drittes und 1. Ah, und da ist das First Down. Kriegen ihn einfach nicht vorher runter. Gordon stark durchgesetzt. And then the next part they talk about taking the crowd and taking them out of the game by picking up first downs and keeping them at bay. I think we just saw an example of that there. Hey. Especially early in the game like they have. Oh, da ist noch nicht das schon. Ich habe gerade gedacht, er kommt durch. Nein, King konnte es verhindern. Ja, die Wiese muss jetzt wieder heißen hier, bend but don't break. Na, also defensiv habe ich noch nicht wirklich den Zugriff bis jetzt. Rivers mit einem ganz starken Play. Oh, da ist der Touchdown, das gibt's doch nicht. Wir kriegen ihn mit zwei Mann nicht gestoppt. Ah, Gordon mit dem Touchdown für LA. Und wenn sie natürlich jetzt clever sind und ich würde es so machen, probieren sie eine Two-Point-Conversion. Weil sie dann schon mit einem Touchdown und einem Field Goal vorne wären. Und wenn es nicht klappt, bleiben es immer noch 8 Punkte. Also ich würde es so machen. Aber hier wird ein Field Goal gekickt. 9:0. Für die Chargers. Und damit ist auch das erste Viertel vorbei. Verrückter Beginn. Vor allen Dingen mit dieser Interception Safety. Das habe ich live noch nie gesehen in einem Game. Deswegen musste ich vorhin auch erstmal drüber nachdenken, was jetzt eigentlich passiert ist und warum es ein Safety gab. Wie gesagt, Krux war wirklich die Tatsache. Ich habe den Ball außerhalb der Endzone gefangen. Bin dann in die Endzone gegangen. In dem Moment gilt das als Safety. Aber ich konnte es halt auch technisch steuerungsmäßig nicht irgendwie anders machen, weil der Spieler ist automatisch in diese Richtung gelaufen. Egal. Jetzt müssen wir einen 9 Punkte Rückstand aufholen. Ah, Trevor Davis kommt da nicht wirklich weit. Frühes Tackling. Ah, Carlos, kein Grund hier schon die Hände in den Kopf zusammenzuwerfen, denn wir haben noch A-Rod. Den alten Mann. Aber ihr seht es natürlich, 29, ich habe mich vorhin über 15 Interceptions gewundert. Nicht bei mir waren es 29. Nur mit Aaron Rodgers. Ist dezent hart. Alright. Lasst uns einfach mal sachte anfangen. Eben hat Trevor Williams den Ball. Tremont Williams. Trevor. Fächer mit Trevor. Mein Gott. So, kann sich sehen lassen für den ersten Lauf. Albrecht einfach mal zum First Down gelaufen. Sehr schöne Sache. Komplett gerade durch die Lücke. So muss das sein. Aber 9-0 Rückstand jetzt erstmal hinterher zu laufen, ist natürlich schon wieder eine kleine Herausforderung. Boah, Graham! Super! Spin-Move im richtigen Moment und macht damit noch ein paar Yards mehr und erreicht wieder zum First Down. Sehr schön. Ja, dieser Spin-Move war echt klasse, der zweite war dann so durchschaubar, aber fast hätte er sich nochmal losreißen können. Na, reicht nicht. Egal, First Down. Ja,
situation for an easy conversion and a first down. Back to back good plays have them all. Und weiter geht's. Wieder first and 10. 319. Ah! Bin ich mir losgeworden. Verdammt! Aber wieder die Hand-Augen-Koordination nicht gerade meine Stärke. Weiter geht's. 2-10. After the incomplete pass here now is second and 10. 319! Rodgers to throw again. Oh, der war ziemlich schlecht geworfen und auch eine Flagge. Das wird mit Sicherheit wieder ein Holding gegen die Offense sein, weil die Flagge sehr früh kam. Ja, jetzt machen wir es uns auch noch wieder unnötig schwer. Corey Linsley mit dem Holding. Und somit zweites und 20. Der Ball war auch nicht super geworfen, also schon ziemlich in den Rücken von Davante Adams. Er hätte ihn aber gehabt, das wäre wieder ein First Down gewesen, aber da sind wir wieder beim Thema, hätte, wäre, wenn. Ah, Davis hält ihn nicht fest, der Hit kam zu früh. Drittes und 20. Jetzt brauchen wir ein tiefes, langes Brot, damit wir hier wieder zum First Down kommen. Also schon ein ordentliches Big Play muss jetzt her. Ah, nein, da bin ich gerade über die Line of Scrimmage, als ich werfen wollte. Verdammt. Das sah jetzt komisch aus, war aber tatsächlich, weil ich gerade in dem Moment werfen wollte. Das ist bitter. Ja, jetzt brauchen wir einen guten Punt von J.K. Scott. Oh! Das gibt's doch nicht! Da kriegt er den Ball nicht weg! Alter, das kann doch nicht angehen. Also, hier läuft's gerade alles andere als gut. Also für uns, für die Chargers natürlich richtig gut. Oh, ist das bitter. Aber nicht mal der Punt klappt, besser. Also nicht mal, wir kriegen nicht mal den Ball weg. Und jetzt geht es natürlich da los, wo gerade der Ball recovered wurde. An unserer 20-Yard-Linie. Oh, da ist Clay Matthews durch und hat wenigstens mal den ersten Sack angebracht. Aber auch da, Rivers schafft es, obwohl gesackt, noch wieder Yards nach vorne zu gehen, weil eigentlich war er noch viel weiter hinten und schafft es hier, dass Anführungsstrichen nur 4 Yards Raumverlust sind. Mann. Hey, dieses Spiel hat momentan für den Start ordentlich was parat, aber leider nichts Gutes für uns bis hierhin. Und auch hier keinen richtigen Zugriff, reicht immer noch, obwohl wir früh am Gegner waren, reicht immer noch für 2 Yards Raumgewinn. Alles gut, immer noch 3. und 12. Jetzt auch Philip Rivers, mal im dritten Versuch und lang. Das hat er noch nicht gehabt heute im Spiel. Kann ich mal wieder unter Druck setzen. Aber da findet er den freien Receiver und das reicht nicht zum First Down. Puh. 4. und 3, Field Goal Time. Wir sind noch nicht richtig im Spiel. Ah, die 2-Minute Warning. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Stimmt, die haben wir ja auch noch. Wir sind ja schon im zweiten Drittel. Eieiei, ich sag euch, Freunde, ich sag euch, das ist echt der Beginn hier in diesem Spiel, alles andere als optimal. Also katastrophaler Start für die Packers. Da denkst du interceptest den Ball und dann machst du einen Safety draus. Naja. Und das Field Goal ist gut. 12-0. Für die Los Angeles Chargers. Und da stand es gerade, bend the but don't break, ja, gebogen, aber nicht gebrochen.
Immerhin nur ein Field Goal dabei zugelassen. Das stimmt allerdings, ist aus dieser Szenerie natürlich jetzt absolut das Positivste, was wir daraus jetzt sehen können. Aber jetzt muss langsam auch im Gegenzug mal Punkte aufs Board. Sonst wird es langsam schwierig. Oh, Davis, da gibt es so eine Flagge. Das ist wieder ein Holding gegen das Receiving Team. Nein. Was? Oh, oh. Keiner Fackel, aber es ist der Wurm drin. Es ist absolut der Wurm drin. Da. Zu spät gesehen. Hey, ich will noch Hallo spielen. Danke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier läuft gerade alles gegen uns bis jetzt. Oh, da ist der Ball. Wird er den Ball noch los? Und der Lord Adams kommt nicht richtig in Richtung Auslinie. Schade. Alright, aber das war ein starkes Play. Das ist das, was wir jetzt mal gebraucht haben. Nein, oh nein, das hätte es. Ah, das gibt's doch nicht. Und Rodgers mit dem Tackling. Ah, das kann man nicht angehen. Nee, Freunde, absolut nicht unser Spiel in Herbstzeit 1. Oh. Oh, Rivers mit dem klasse Ball und er ist sogar noch vollständig. Also Philip Rivers hat das Spiel komplett im Griff und er macht ein super Spiel, kann man gar nicht anders sagen. Oh, und 12-0. Wenn wir jetzt hier noch einen Touchdown drauf zaubern würden, dann wird das Spiel ganz hart für uns. Und wieder ein klasse Ball Richtung Endzone. Das ist echt nicht zu fassen. Die spielen, wie sie wollen. Und wir kriegen keinen Zugriff. Ach, ist das ärgerlich. Und jetzt stehen sie schon wieder an der 8-Yard-Linie. Mann, 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 Mann. Mit dem Sack. Ganz stark von ihm gemacht. Er hat sich da endlich mal gelöst. Und das ist das, was wir jetzt brauchen. Aber er hatte wieder viel zu viel Zeit, der Philip Rivers. Fast zu viel. Aber dann kam der Druck und er konnte nichts mehr machen. Hat jetzt mal ordentlich Raumverlust erlitten. Zweites und Goal. Also auch hier muss natürlich wieder die Devise gelten. Bend but don't break. Ja. Und selbst wenn es nur ein Field Goal wird, 15-0, das wäre schon hart. Und da wieder kam das Tackling, aber er wird den Ball noch los. Schade, fast der Sack. Oh, da gibt es noch ein bisschen Beef. Aber gut aufgepasst hier bei dem Pass auf Gordon. So, third and goal. Die Situation für Philip Rivers und seine O-Line. Oh, da kommt er durch. Aber kein Touchdown. Kein Touchdown. An der 1-Yard-Linie stoppen wir das Ding. Und auch das darf nicht sein. Field Goal ist gut. Aber auch hier wieder Bumper Don't Break. Die Situation noch irgendwie gerettet. Ja, und zwei Touchdowns und davon eine Two-Point-Conversion und das Spiel wäre wieder ausgeglichen. Also so groß ist der Unterschied noch nicht, aber natürlich bis hierhin absolut kein Zugriff. As I send it over one final time.
for the second half call of Super Bowl 53 to Brandon and Charles in Atlanta. All right, Coach, thank you. All right, das war eine super Halbzeitshow. Habt ihr hoffentlich auch so gesehen. Ich war total begeistert. Und jetzt geht's los. Die zweite Hälfte und jetzt muss alles besser laufen. Wir brauchen jetzt mal langsam, ja, einen Touchdown. Ein Field Goal wird langsam schon zu wenig. Aber diese Interception war natürlich auch total bitter. Kommen wir mal, ob wir vielleicht gleich mal mit einem längeren Play hier irgendwie die LA Defense überraschen können. Ah, ihn fest. Ja, Davis hält ihn fest. Wenigstens First Down. Sehr gut. Und das ist das, was wir jetzt hier brauchen. Ah. Und wieder. Ja, 6 Yards, okay. Ich dachte, da waren sogar noch ein paar mehr. Schade eigentlich. Zweites und 4. Aber es ist natürlich jetzt auch wieder so eine Situation, wo ich immer Probleme mit habe, weil ich werde dann immer zu schnell nervös. Eigentlich heißt es, ruhig bleiben, sonst so viel Zeit auf der Uhr, das eigene Spiel wieder... die Stimme weg. Das eigene Spiel wieder etablieren. Das hat ja bisher noch nicht so richtig gepasst. Sehr gut, Graham, First Down. Vor allen Dingen unsere O-Line, die hat in der ersten Halbzeit nicht so die perfekte Arbeit geleistet. Also Rodgers nicht so viel Zeit verschafft. Immer wieder gab es da doch den einen oder anderen Durchbruch. Und das muss natürlich jetzt in der zweiten Halbzeit besser werden. Wir brauchen mehr Zeit, wir brauchen auch vor allen Dingen Receiver, die es schaffen, sich freizulaufen, damit eben der Ball auch mal ankommen kann. Und wir brauchen Receiver, die den Ball auch festhalten. Graham lässt ihn hier wieder los. Bleiben wir beim Passspielzug. Drittes und 10. Oh, Randall Cobb. Da läuft er wieder 80 Yards nach hinten. Aber der weiteste Punkt zählt. Also ordentlicher Raumgewinn hier. Den Ball auf Randall Cobb. Hier ungefähr, was müsste es sein, 28, 29 Yard Linie. Da in etwa war der erste Kontakt. Da kommt der Kontakt. Dann müsste dieser eigentlich auch zählen. Also Cobb hier mit dem Catch. Ja, da sind wir 30 Yard Linie, okay. Ja. Und Aaron Jones kommt da nicht durch, aber reicht immerhin für 2 Yards Raumgewinn. Alright. Der Drive lebt aber, das ist erstmal das Wichtige. Kendricks mit dem ersten Catch in diesem Spiel. Sehr schön. First down. Geht doch. Ah, den Halfback Drive. Den versuchen wir natürlich erneut. Einer meiner Lieblingsspielzüge, was die Laufspielzüge angeht. Zumindest hier im Playbook der Green Bay Packers. Und mit Jamal Williams klappt das ja oftmals auch recht gut. Und auch hier reicht's fast zum First Down. Und damit sind wir an der 5-Yard-Linie. So dicht waren wir in diesem Spiel noch nicht dran. Und das ist schon fast traurig, wenn man mal bedenkt, dass schon die zweite Halbzeit ist. Puh. Alright. Ah! Er war sehr riskant. Adams kam nicht richtig an den Ball. Dritter und 2 noch. Congratulations, Mr. Lucky. You know that's one that he would love to have back. That's
Also wenigstens ein First Down muss jetzt hier dabei rausspringen. Und da ist Trevor Davis mit dem Touchdown. Green Bay. Woo! Und da sind wir wenigstens mal wieder ein bisschen ins Spiel gekommen. Ah, sehr schön. Und jetzt muss Crosby noch das Field Goal machen. Den macht er sehr gut. 15 zu 7, 8 Punkte nur noch der Rückstand. Das ist ein Touchdown und eine Two-Point-Conversion. Dann wäre das Spiel wieder ausgeglichen. Aber erstmal kommt natürlich jetzt wieder die Offense der Chargers. Und die haben wir bisher noch nicht so richtig unter Kontrolle gekriegt. Wenn ich mich recht entsinne, bisher mit jedem Drive irgendwie gescored. Und das ist natürlich was, was wir jetzt in der zweiten Halbzeit besser machen müssen. Aber der Start in die zweite Halbzeit war auf jeden Fall das, was wir gebraucht haben. Hat natürlich viel Zeit gekostet. Aber was dieser Gordon unheimlich stark macht, er wirft sich halt, wenn er merkt, okay, der Kontakt kommt, dann wirft er sich nach vorne und es ist, bringt trotzdem nochmal 2-3 Yards zusätzlich. Unheimlich schwer, diese Defense, diese Offense zu stoppen. Zweiter und 8. Und auch hier wieder. Ah, diesmal schafft das nicht auf großartig Raumgewinn. Auf gar keinen Raumgewinn. Das war mal stark verteidigt, Kyler Fackrell mit dem Tackling gegen Gordon. Und somit drittes und 8. Und das ist was, was wir jetzt brauchen. Möglichst ein schnelles 3 and out. Dann wird das Spiel auf einmal wieder spannend. Oh, der ist getippt. Ah, schade, da war keiner da. Sehr gut. 3 and out. Und das ist das, was wir gebraucht haben. Super, wie wir in die zweite Halbzeit reingekommen sind. Bis hierhin. So stelle ich mir das vor. L.A. wird früh gezwungen, den Ball zu punten. Mann. Randall Cobb und jetzt muss der Ball mal weit. Okay, das Spin Move nicht angebracht. Okay, es war nicht weit. Wir sind an der 29. Und jetzt cool bleiben, den Ball wie vorhin übers Feld tragen. Das muss die Devise sein, das muss einfach funktionieren. Ganz einfach. Football ist so einfach. Nur nicht, wenn der Sargent-Controller sitzt. Dann wird es schwierig. Ja. Oh, das sah mir nach Face Mask aus. Der Kopf ging auch stark nach unten. Von Graham. Das tut uns gut. Jatavis Brown hier, ein bisschen hart, aber naja, kann passieren, für uns natürlich gut. Somit First Down und ordentlich Raumgewinn. Und Graham, sag ich schon. Williams immer noch auf den Beinen, immer noch Williams und der macht immer noch Platz, das gibt's nicht. Ganz stark, Jamal Williams. Hammergeil! Und damit ist das dritte Viertel vorbei. 15 zu 7 und unser Drive läuft. Puh. Freunde, das Spiel könnte noch echt spannend werden. Bisher machen wir das, was wir in der zweiten Halbzeit machen mussten. Im Idealfall holen wir jetzt hier nochmal einen Touchdown und gleichen das Spiel aus. Mit der Two-Point-Conversion natürlich, anders geht's ja nicht. Aber soweit sind wir noch nicht. Er hatte ihn. Ah, dann wird er immer so handgeschlagen. Ah, verdammt. Schade. War vielleicht ein bisschen spät geworfen. Na ja, gut. Rodgers again here on second.
Und da ist... Es ist Adams. Puh, musst du gerade gucken, wer es war. Devontae Adams, first down. Jawoll. So ein bisschen kleines Momentum, was sich jetzt hier dreht, weil unser Spiel gerade läuft. Heißt natürlich noch lange nichts. Ah, die Comebacks, die haben wir lange nicht mehr gespielt. Versuchen wir mal. Zum Glück werde ich weiter los. Da kamen sie wieder zu schnell durch. Verdammt! Oh. Was für ein Hit. Was für ein Hit gegen Graham. Hätte ich noch länger warten müssen mit dem Ball. Hatte Zeit. Habe ich zu früh den Ball rausgeworfen. Ah, Mann, Mann, Mann. Drittes und 10. Ja, ein Field Goal wird jetzt recht wenig. Wir brauchen First Down. Ach, der war zu riskant, viel zu riskant. Und besser wäre es auch gewesen, den Ball hochzuwerfen Richtung Endzone. Aber habe ich zu spät erkannt, da war der Ball schon weg. Alright, aber dann müssen wir versuchen, die 3 Punkte mitzunehmen. Oh, 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 wird der was? Oh, wird der was? Oh ja, der dreht sich rein. Puh, 3 Punkte. Ah, das ist ein bisschen wenig, wa? Aus der Situation heraus. Immerhin 15 zu 10. Gut, dann muss es so gehen mit der Defense jetzt nochmal wie gerade eben. Gleich mal der Blitz auf Philip Rivers. Natürlich riskant, einen Blitz zu starten, weil dann einfach natürlich im Backfield einfach jemand fehlt, falls der Ball gepasst wird. Und da Fehlstart. War es die Offense? Sehr gut. Gibt es nochmal 5 Yards obendrauf. Gut für uns. Aber auch hier, wie im letzten Drive, 3 and out und das möglichst schnell, das ist das, was wir jetzt hier brauchen. Oh, Clay Matthews mit dem Tackling. 3 Yards Raumgewinn. Ja, was darf nicht passieren? Ein Scoreplay der Chargers darf jetzt nicht passieren. Ready, Green 80! Und er hat Zeit. Oder wird er gesackt? Jawohl, Mike Daniels hat ihn am Fuß. Sauber. 9 Yards Raumverlust. Damit 3. und 20 für Philip Rivers. Also das ist jetzt schon eine Herausforderung. Da brauchen wir jetzt schon ein ordentliches Play. Aber das traue ich ihm zu, so wie es heute läuft. Und der nächste Sack. Fast der Safety von Nick Perry. Hammergeil. 4. und 34 jetzt an der eigenen 1-Yard-Linie. Also, ganz stark, da war Clay Matthews schon fast durch und dann kommt aber von der anderen Seite Nick Perry und fast der Safety. Fast. So, und das ist Randall Cobb. Ist natürlich jetzt... Oh, Cobb immer noch auf den Beinen, immer noch Randall Cobb. Das war ein ganz starker Return von Randall Cobb, der sich jetzt aber scheinbar verletzt hat. Das wäre äußerst bitter, hält sich da den Hintern oder was auch immer er sich da getan hat. Aber ganz starker Return jetzt hier an der Situation und generell so weit die Chargers ins eigene Feld zurückzudrängen. Ja, Randall Cobb scheint sich da schlimmer verletzt zu haben, ist da ein bisschen sauer.
Verständlich. Alright. Wir sind an der 31-Yard-Linie der Chargers. Wenn man es clever macht, spielt man die Zeit runter und holt am Ende einen Touchdown. Sagt sich so leicht. Hier, der hinter ist gut. Oh, Graham mit dem nächsten First Down. Hammergeil. Ja, und Ziel muss jetzt ganz klar der Touchdown sein. Einfach für mehr reicht einfach die Zeit nicht. Dann wird es eng. Und im Idealfall nicht nur der Touchdown, sondern eine Two-Point-Conversion, weil dann würden wir den 3-Punkte-Vorsprung herstellen. Das heißt, man könnte sich im schlimmsten Fall noch ein Field-Goal einfangen und das Spiel wäre noch nicht verloren. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir brauchen erstmal noch 20 Yards zum Touchdown. Ball für Williams. Reicht fast zum First Down. Alles gut. Ein Yard noch, zwei Yards noch. Okay, alles klar. Sauber. So schlecht die erste Halbzeit war für uns, in der zweiten sind wir deutlich besser im Spiel. Und Allison hat ihn. Jawohl. First down. Green Bay. Und jetzt haben wir gleich die 2-Minute-Warning. Und wir sind an der 5-Yard-Linie. Oh Leute, dieses Spiel wird noch... Ich habe so das dumpfe Gefühl, dieses Spiel wird noch extrem spannend. Aber wir brauchen immer noch einen Touchdown. Dann können wir sagen, das Spiel wird spannend. Aber so oder so, ich persönlich finde bis hierhin der Super Bowl unheimlich interessant mit total kuriosen Wendungen. Also schon allein, wie das Spiel angefangen hat. Aber die zweite Halbzeit, ihr seht es unten selber. Wir sind im Spiel. Wir sind da. Right on the money, wie man so schön sagt. Ja, komm. Das ist der Super Bowl. Hier gibt es keine Verletzten. Habe ich einen? Nein, habe ich nicht. Ich versuch's mal wieder mit dem Halfback-Dive. Williams mit der Chance, vielleicht hier wieder ein paar Yards zu machen. Nee, das hat noch nicht gereicht. Aber 2 Yards Raumgewinn. Und noch zweimal 2 Yards und wir haben den Touchdown. Ich lasse natürlich jetzt auch bewusst 7 runterlaufen. Ganz klar, weil... Für uns unheimlich wichtig, jetzt nicht nur hier den Touchdown zu ziehen. Den brauchen wir sowieso, wenn wir das Spiel noch irgendwie gewinnen wollen. Sondern natürlich auch möglichst den LA Chargers dann wenig Zeit zu geben, um hier noch wieder ranzukommen. Auch deshalb lasse ich natürlich bewusst die Uhr runterlaufen. Wenn wir den Touchdown hier nicht schaffen, ist sowieso das Spiel vorbei. Nein, das reicht wieder nicht. Okay. Nein. Dann muss ich wohl noch mal eine Auszeit nehmen, weil aus irgendeinem Grund habe ich jetzt gerade einen Spike ausgewählt und wollte ich gar nicht. Das Spiken in der Situation wäre fast unnötig. Also. Dann lieber die Auszeit nehmen. Blöd, eine Auszeit verschwendet. Aber wie gesagt, alles halb so wild. Wir sind natürlich jetzt auch in der Situation, dass ich zur Not sagen kann, okay, ich spiele den vierten Versuch aus. Weil klar, ne, es nutzt uns ein Field Goal jetzt herzlich wenig. Wir brauchen den Touchdown. Trevor Davis, Touchdown, Green Bay. Woo. Hammergeil. Sauber. Alright, Two-Point-Conversion, Freunde. Two-Point-Conversion. Und die muss jetzt nochmal sitzen. Wenn die sitzt, haben wir 3 Punkte Vorsprung. Dann wird es schwerer.
Und hier, Trevor Davis, ganz enger Ball. Also Brown hat ihn fast, aber Davis ist vor ihm am Ball und hält ihn auch diesmal fest. Puh. Oh, Freunde, mir ist warm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist warm. Alright. Der muss jetzt, Freunde, der muss sitzen. Und Rodgers macht es selbst. Two-Point-Conversion ist gut. Und Aaron Rodgers bringt den Ball selbst in die Endzone. 18 zu 15. Und noch 57 Sekunden auf der Uhr. Alter, was für ein Finale. Boah, das war schon so scheiße nervös. Was für ein Game. So, nageln das Ding nochmal rüber, Mason. Am besten in die Endzone. So ist es, macht er glatt. Ja, der Touchback, weil King den Fuß hinten rausstellt. Somit Touchback. Zählt, als wenn der Ball hinten rausspringen würde. Geht los an der 25. 57 Sekunden. Bleibt Philip Rivers jetzt noch, um mindestens in Field-Goal-Reichweite zu kommen. Und Field-Goal würde hier natürlich den Ausgleich bringen und somit wird das ganze Spiel in die Overtime gehen. Ja, ein Touchdown würde das Spiel noch einmal drehen. Muss ich Ihnen erzählen. Aber natürlich das Momentum absolut bei uns und da ist Rivers nervös und schmeißt den Ball raus. Injury-Timeout jetzt, das ist bitter. Hier seht ihr, Caleb Sturgis, der könnte nachher ganz, ganz wichtig werden. Aber Rivers braucht natürlich jetzt erstmal die Reichweite. Ne? Er muss erstmal in die Reichweite kommen. Da hinten seht ihr diese rote Linie. Die wird schon eingeblendet. Das ist so die Linie, wo man sagt, da muss man hinkommen, um in Field Goal Reichweite zu sein. Oh. Oh nein, da geht er durch. Das gibt's doch nicht. Und dann geht er an der Field Goal Reichweite auf. Benjamin mit einem ordentlichen Raumgewinn. Und dann geht er auch noch ins Aus. Macht dann natürlich clever. Hält damit die Zeit an. Jetzt seht ihr hier die rote Linie. Das heißt, in Field Goal Range sind sie schon. Das war ein riesen Big Play. Und noch ein Big Play. Das gibt's doch nicht. Ah! Rivers, jetzt haut er hier die Dinger raus. Ah, reicht immer noch nicht zum Touchdown. Aber sind noch 4 Yards weg. Oh, Freunde, ist das jetzt hart. Und da ist der Touchdown. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Nachdem Rivers in der zweiten Halbzeit nicht viel zustande gekriegt hat, haut er hier 2 Wahnsinnsbälle raus. Und dann reicht das hier. Oh, da kommt Clinton Dix wieder vorbeigeflogen. Und Martinez kann Gordon wieder nicht halten. Der extra Punkt ist gut und somit haben wir jetzt 18 Sekunden Zeit, um hier noch einen Touchdown zu erzielen. Ja, Davis wird natürlich jetzt das Ding zurücktragen, anders geht's gar nicht. Und somit bleiben uns noch 13 Sekunden und ihr seht schon, Hail Mary. Was anderes bleibt uns nicht, wir brauchen jetzt einen langen Ball, uns reicht kein Field Goal, wir brauchen den Touchdown. Oh Mann, ey. Oh, ist das bitter. Was war das? Okay. Ja, wir haben noch 2 Auszeiten. Wenn der Ball jetzt noch einmal lang ankommen soll, könnte man vielleicht noch eine Auszeit nehmen und eventuell hat man da noch einen letzten Versuch. Ah, da kommt der Sack.
Da kommt der Sack, kriegt den Ball nicht mehr weg. Bleibt noch 2 Sekunden, ein letztes Play. Ja, der Ball muss jetzt in die Endzone. Ich meine, wer die Green Bay Packers und Aaron Rodgers kennt, der weiß, der kann sowas. Der kann so ein Ding aus der Position in die Endzone feuern. Und das gab es schon das ein oder andere Mal, dass so ein Ding das Spiel entschieden hat. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube persönlich nicht dran, aber wenn das jetzt passieren würde, das wäre ein Finish. Also, Freunde, das wäre unfassbar. Na, ja, er kriegt den Ball nicht weg, dann ist er noch gefummelt. Das war's. Ah, ist das bitter. Ist das bitter. Wir waren so kurz davor, das Spiel hier nochmal komplett zu drehen. Aber dann hat dieser Philip Rivers einen unfassbaren letzten Drive rausgehauen. Also an dieser Stelle kann man ja noch sagen, herzlichen Glückwunsch an die Los Angeles Chargers. Das war Respekt, Respekt. Makes me want to carry you around a little bit on my shoulders to celebrate the triumph and congratulations to them, a fantastic season. Diese zwei Big Plays zum Schluss hier, genau der hier, das war unser Neckbreaker quasi. Also das war Philip Rivers mit einem super Geniestreich, denn die letzten Yards, okay, klar hätte man auch noch verhindern können, aber es passte dann irgendwie nicht. Oh, Freunde, das ist dezent ärgerlich. Aber eins könnt ihr auf jeden Fall könnt ihr nicht abstreiten. Wir hatten bis zum Ende ein unfassbar spannendes Spiel und einen unfassbar geilen, engen Super Bowl. Wir werden auch zum Ende nicht glücklich für uns. Und da haben wir Allen mit der Vince Lombardi Trophy. Ich hätte sie so gern geholt. Zurück nach Hause, nach Green Bay. Warum sage ich nach Hause? Weil Vince Lombardi war Super Bowl Coach der Green Bay Packers. Und nach ihm ist die Trophäe benannt worden. Ja gut, ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr Ambient-Szenerie erwartet. Okay, sei es drum. Schade, also im Nachhinein vielleicht nicht so schade. Muss man sich das nicht noch so traurig angucken. Ja, Freunde, das war die Saison mit den Green Bay Packers. Unheimlich bitteres Ende, muss ich ja natürlich jetzt sagen. Also echt, echt schade, dass es hier am Ende nicht gereicht hat, um uns, Okay, thank you. Das ist ja unheimlich schade, dass wir das jetzt nicht gerissen haben. Also nachdem, vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, wie wir noch ins Spiel zurückgekommen sind, nachdem wir, wie lange war es zurück, 15-0 zur Halbzeit, noch wieder ins Spiel zurückgekommen sind, dann auch noch die Führung geholt haben. Also war ein geiles Spiel, aber dann halt wirklich der letzte Drive der Chargers war unfassbar gut. Zwei Geniestreiche von Philip Rivers, die uns dann wirklich das Genick gebrochen haben. Unheimlich bitter. Schade für diese geniale Saison, dass es nicht mit einem Happy End ausging. Aber gut, so ist halt auch der Sport. Ne? Das kann nicht immer alles so funktionieren, wie man es gerne hätte. Ja, damit ist die Saison beendet. Wie ich finde, alles in allem doch unheimlich erfolgreich. Wir haben es geschafft, in den Super Bowl einzuziehen. Haben auch im Super Bowl ein unfassbar enges Duell geliefert. Und ja gut, am Ende halt nicht ganz glücklich. Vielleicht dann in der nächsten Saison. Und da seid ihr wieder gefragt. Also ich hoffe, ihr denkt an die Abstimmung. Wollt ihr mit den Green Bay Packers in die nächste Saison starten und hier einfach weitermachen, dann stimmt dafür ab. Oder wenn ihr sagt, nee, wir wollen das Ganze nochmal mit einem anderen Team sehen, dann votet eben für ein anderes Team und schreibt bitte in die Kommentare, auf welches Team ihr Bock habt. Das Team mit den meisten Stimmen gewinnt natürlich in dem Fall, ganz klare Sache. Deswegen stimmt reichlich ab. Also viele, viele Kommentare wären dann geil, wenn ihr halt Bock auf ein anderes Team habt. Ansonsten halt stimmt ab für die Green Bay Packers und die nächste Saison. Euer Sergeant bedankt sich, dass ihr mich auf diesem Weg hier bis hierher begleitet habt. Und ich hoffe, ihr hattet in dieser Saison unheimlich Spaß. Ich persönlich fand es geil, mir hat es richtig, richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Saison, mit welchem Team auch immer, mit welcher Situation auch immer. Und wie gesagt, ich setze jetzt mit der Saison hier natürlich erstmal aus, warte jetzt erstmal, bis das Video hier online war, bis wir lassen noch ein bisschen Zeit vergehen, dass so eine Abstimmung kommt. In der Zwischenzeit mache ich natürlich mit euch
ja, das den Story-Modus hier, ich glaube Longshot heißt er, in Madden NFL 19. Ich hoffe auch da seid ihr reichlich dabei und schaltet regelmäßig ein. Und ja, dann sehen wir uns dann halt da wieder. Und zur neuen Saison, wie gesagt, da stimmt reichlich ab. Und natürlich abonniert diesen Kanal, den der Captain Shift, falls ihr das noch nicht getan habt. Jo, euer Sergeant bedankt sich nochmal recht herzlich bei euch. Wir sehen uns bald wieder und in diesem Sinne, macht's gut, Freunde. Ciao.